Basel Khalil ist vor der anhaltenden Gewalt aus Syrien nach Ägypten geflohen, mit 400 US-Dollar in der Tasche. Jetzt gibt er Gitarrenunterricht für Flüchtlingskinder in dem Teil von Kairo, der inzwischen als Klein-Damaskus bekannt ist. 22 Jahre lang war ich Lehrer am russischen Kulturzentrum in Damaskus. Jetzt versuche ich den Kindern dabei zu helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Klein Damaskus heißt offiziell Viertel des 6. Oktober, ein ausuferndes Neubaugebiet in der Wüste westlich von Kairo. Hier wehen jetzt die Flaggen der syrischen Opposition und durch die Straßen zieht wie in Damaskus der Duft von Zuckerbäckereien und Grillimbissen. Als ich nach Ägypten kam, ist mir aufgefallen, dass die meisten Syrer in Restaurants arbeiten. Also habe ich auch damit angefangen. Syrien ist berühmt für seine gute Küche. Das Leben in Kairo ist sicherlich angenehmer, aber auch teurer als in den Flüchtlingslagern im Libanon, Jordanien oder der Türkei. Viele der hier lebenden Syrer kommen aus der Mittelschicht und können sich den Weg bis nach Ägypten leisten. 140.000 Syrer leben offiziellen Angaben zufolge in dem Land. Insgesamt 1,3 Millionen Menschen haben Syrien seit dem Ausbruch der Kämpfe verlassen. Die UNO stellt sich auf weitere Flüchtlinge ein. Im Zentrum von Kairo hat sie unlängst eine neue Aufnahmestelle eröffnet.